Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Garden Witch Live. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Tage vergehen lassen. Oh ja, sag mal, wenn man rauskommt, dann, nun ja, sind die Bäumchen wieder da. Oh, ich habe heute endlich Post. Hallo, cool. Na? Voll niedlich. Also wir sind an Tag 18. Wir gucken mal rein. Da müsste heute im Laufe des Tages das Warten auf Tin ein Ende haben. Und heute gibt's Post. Das Spektakel. Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass das mächtige, magische Manua endlich seine Pforten für die Öffentlichkeit öffnet. Du bist hiermit eingeladen, die Wunder, die es zu bieten hat, zu erleben. Die Öffnungszeiten sind Freitag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr. Was den Datum auf der Rückseite nach zu urteilen, ist er vor einem halben Jahr verfallen. Na Mensch, Freitag bis Samstag. Ja, man, gut, dass heute Donnerstag ist. Oh, weia. Gut, also ich muss gleich mal im Vorfeld jetzt sagen, oh, Schneeflocke. Ich habe mir leider eine Borontitis zugelegt und ich werde jetzt gucken, dass ich, also ich werde versuchen aufzunehmen. Ob das nun so klappt, kann ich euch nicht sagen, je nachdem, wie stark der Husten halt ist. Ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wenn was ausfallen sollte, dann ist das nicht aus Langeweile. So, wir brauchten ja irgendwie, habe ich mir das hier nicht irgendwo aufgeschrieben, Dinge für Dinge, ne? Ich glaube, der Zettel ist schon wieder abhandengekommen. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Ne, also was wir abgeben sollen beim Gärtner. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, wie ich zu den Sachen komme. Ich habe sie ja einfach nicht. Hier habe ich nur Sand, Kiefernharz, Rosasand. Oh, gut, man, wir können ja mal wegsortieren, was hier rein kann. Gänseblümchen, 2 Stück. Ja, ja, ja. Haselnusskern, Eisenerz kommt in das andere rein. Hm. Es ist... Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir sortieren hier auch gleich mal weg. Ich überlege auch noch, wo ich taktisch klug die Schneeflocken denn lagere. Ne? Oh, wir haben ja noch eine Kürbissuppe. Die können wir ja noch abgeben. Ja. Na, ihr kleinen Rabauken, wie sieht's bei euch aus? Hm? Ja, die haben alle kein Futter mehr. Also es wird für mich Zeit. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, warte mal, bei den Schnecken. Ja, guck mal, da können wir mal das Glibberkrams rausnehmen. Und bei den Enten reintun. Die futtern das, ja. So. Dann haben die auf jeden Fall was zu futtern. Wo sind meine Enten? Sind die jetzt weg, weil da kein Futter drin war? Oh nein. Wo sind meine Enten? Du Huhn bist hier falsch. Oh nein, meine Enten sind weg. Ja, guck mal. Keine Ente mehr da. Ja, da müssen wir jetzt natürlich, versuchen, irgendwie der Sache Herr zu werden. So, ihr wollt ja so Sachen, ne? Kuhfutter kann ich, glaube ich, nicht herstellen. Also kann ich schon, aber habe ich nicht genug Sachen. Klee und Gras, oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Das ist natürlich schwierig. Jetzt habe ich Entenfutter und keine Enten mehr, ne? Die hier haben auf jeden Fall noch. Die haben ja Schneckenfutter bekommen. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal beim Futter, was wir hier so brauchen. Na, Entenfutter brauche ich jetzt nicht mehr. Sojabohnen haben wir gar nicht. Kuhfutter haben wir auch alles nicht. Das ist schwierig. Okay, nun ja.
Das ist schlecht. Och, Menno. Das ist nicht so schön. Meine armen Tierchen. Ja, nicht abhauen, ne? Ja, ist klar, wenn die nichts zu futtern haben. Verlieren die eigentlich an. Ja, sie verlieren. Ich muss sie streicheln, ne? Wir müssen, glaube ich, mal so eine kleine Streicheloffensive hier heute machen. Ach du Herrgott. Flauscho, so alle gestreichelt. Meine Schneckulas. Ja, keine Ahnung. Schleimo. Schleimi. So, ihr seid auf jeden Fall schon mal safe. Du gehst gerade zurück und hier laufen schon wieder die Hühners rum. Hunibert, es tut mir so leid. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, also für den nächsten Winter. Oh, ist auch nur noch ein Huhn, ne? Warte mal, das andere Huhn war ja hier hinten. Kriegen wir das vielleicht noch überzeugt, zu bleiben? Wir müssen hier auch die Kühe streicheln, ne? Kunigunde, Kunibert. Und dann haben wir hier noch Kuno, ne? Hallo? Nein. Ich möchte. Nein. Ich möchte Kuno streicheln. Ja. So, und dann gucken wir mal. So, ihr sollt natürlich auch hier bleiben. Für euch Frösche. Oh Mann. Was bist du? Einfach nur ein Huhn. Ja, nur renne nicht weg. Wenn der Frühling kommt, dann gibt es bei mir auch wieder Futter. Oh Mann. Ja, schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Also da muss ich unbedingt im nächsten oder ja, im nächsten Jahr darauf achten, dass wir genügend Futter haben, ne? Das ist natürlich eine äußerst fatale Geschichte. Oder Futter kaufen, ne? Ich glaube, wir können auch irgendwo Futter kaufen. So, Tin, bei dir brauchst du noch. Aber warte mal, wir können ja mal das hier verfolgen. Ja. Und dann haben wir noch unsere Kürbissuppe. Die drehen wir der Guten da jetzt natürlich an. Völlig klar. Dass wir die loswerden. Also nicht die Tante, sondern die Suppe, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute erstmal die Geschichte mit Tin. Und ja, werden dann morgen mal im Shop vorbeischauen, ne? So, pass auf, ich habe ja noch eine Kürbissuppe und dann ist auch Ende im Gelände, weil ich habe nichts Kürbissuppe mehr. Schlecht. Oh Mann, also doch deutlich mehr anbauen. Damit man doch ja genügend Vorräte hat, ne? Ach ja, Tag 18 immerhin schon hier im Winter. Gott sei Dank. Ja, ich ziehe mir natürlich hier auch die Aufgaben ran. Oh, was ist mit dir? Gäste nah und fern, kommt herbei. Der spektakuläre Rudal der Mächtige lädt euch zu dem magischen Erlebnis eures Lebens ein. Willkommen, willkommen. Lasst euren Verstand verzaubern und eure Geldbörsen öffnen. Ihr werdet es lieben. Ich werde es lieben. Wir alle werden es lieben. All eure Wünsche werden erhört. Ihr werdet erstaunt sein über die magischen Schätze und Spektakel, die ihr darin findet. Papa, bitte. Diese Erfahrung wird euer Leben verändern. Hey, worum geht es hier eigentlich? Nein, frag ihn nicht. Oh, hallo, hallo, sei gegrüßt. Willkommen. Ich erzähle dir vom Manoir der magischen Mysterien von Rudal. Dem Mächtigen. Da ist eine Schneeflocke. Oh nein, jetzt fängt er wieder damit an. Klingt geheimnisvoll. Du bist geheimnisvoll. Das größte Geheimnis ist, wie niedrig meine Preise sind. Sie sind fast so niedrig wie die Qualität. Ich meine die Qualität, die du erwarten könntest, wenn sie nicht so spektakulär wäre.
Ja, komm rein und staune. Oh, okay. Ich dachte, wir müssen auf Freitag warten. Ein Kissen. Es sieht weich aus, ist es aber nicht. Okay. Was ist hier los? Konsole. Das sieht aus wie ein Resonanzboden mit Aufklebern drauf. Ja. Kessel? Es ist Schimmel im Kessel. Oh, i. Okay. Bürste. Diese Bürste ist voller Katzenhaare. Ja, das kommt vor. Was haben wir hier noch? Oh, hier ist ein Keller. Können wir da. Nee, wa? Öffnen. Ah ja. Fledermausstofftier und Nachtwächter-Couch. Okay. Ja, kann ich hier noch Dinge machen? Was kann man hier so? Ich denke, man kann hier Sachen kaufen. Oh, das sieht aber. Nee. Bild. Diese Porträts sehen sehr königlich aus, okay? Findest du? Was ist denn da los? Kann man ja nicht mal aufräumen, oder was? Okay. Kann ich hier noch was machen? Was ist hier los? Oh, da kann man hoch. Oh, hier ist eine Tür. Ach nee, nö, verlassen will ich nicht. Wir gehen mal hier hoch. Kann man hier so ein bisschen? Oh, eine Kiste. Allsehendes Banner. Ja. Was ist verlassen? Oh, was ist denn hier mit verlassen? Wo bin ich hier? Ah! Ja, da sind wir nun schon des Öfteren vorbeigegangen. Gibt es hier Dinge, die man sammeln kann von hier? Nö. Okay, naja, dann gehen wir wieder rein, wa? Dann versuchen wir doch mal altes Essen. Ich frage mich, wie lange dieses Essen schon hier ist. Ja, das wollen wir nicht wissen. Okay. Mehr gibt's nicht. Aha, das war's hier. Okay, naja, denn. Komme ich jetzt hier auch wieder weg? Vielleicht hier so. Ja. Okay. Ja, das war's. Ich denke, man kann hier Sachen kaufen. Nee, kannst nichts mehr machen. Naja, okay, dann würde ich sagen, ist es gar nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Vor allem, ach so, ich kann nichts kaufen, weil noch nicht Freitag ist. Angucken kann ich es mir. Alles klar. Ja, dann haben wir ja da tatsächlich mal einen Blick reingeworfen. Ne, das ist doch nicht schlecht. Mal schnell noch einsammeln. Gut. Bildchen muss sein. Wir sprechen ihn nicht an, ne? Wir lassen das. Ja, war schön bei dir. Schnell weg. Okay, jetzt muss ich ja, auf Tin warten. Ist natürlich jetzt so die Frage. Kann ich hier nochmal irgendwas Neues? Nee, haben wir alles schon. Hundefutter, Katzenfutter. Ja, das will ich doch aber gar nicht. Ich will ja die anderen Futter kaufen. Fledermausfutter, das ist nur ein Rezept. Auch nur ein Rezept. Es ist nur für Katzenfreunde. Moment, ich muss mal was trinken. Okay. Es hätte ja sein können, dass das auch andere Tierchen essen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. So, Tin, jetzt ist aber mal gut hier, oder? Kleines. Hey, brauchst du noch was? Nö. Joa. Toll. Ja, das ist, ja. Ich habe mir ja nicht gemerkt, wann ich vor 14 Tagen mit Tin gesprochen habe. Mann. Das ist nicht so schön. Also wir müssen ja unbedingt den Frühling erreichen, ne? So, die Schnecken habe ich gestreichelt. Ihr bleibt schön hier, ne? Ja. Hier wird nicht abgehauen.
ihr kleinen Schlawinos. So, was ich aber eigentlich noch gucken wollte. Ich wollte noch mal in die Mine rein. Weil woanders können wir jetzt ja nicht großartig Gesteine abbauen. Ich glaube, wir müssen ziemlich weit nach unten. Oh nein, jetzt wird mein Headset auch noch leer. Warum das denn? So, wir machen mal so. Das sind Eisenerze. Nee, ist alles nicht so das, was ich will. Wir nehmen es natürlich mit, ne? Nützt ja alles nichts. So, was haben wir hier noch? Nur Stein, ne? Ja. Das Kupfer. Das sind ja hier diese Kristallsplitter. Waren hier weiter unten noch irgendwie Erze, die wir noch gebrauchen können, die wir so nicht woanders gefunden haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir gucken mal hier. Ach so, oh wow. Nicht? Klasse. Oh, Tin ist fertig. Oh, 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 oh. Nee. Muss ich mir nochmal einen Gedankengang machen. So, dann latschen wir mal da hoch. Können wir ein bisschen schneller laufen. Warte mal. Nee, da waren ja auch nur die Dinger, ne? Ja. Ist alles nicht das, was ich suche. Warte mal, hier müssen wir hoch, hier müssen wir hoch. Dann müssen wir hier... Oh mein Gott! Das war knapp. Wir müssen hier lang. Ja, das ist auch nur so ein Krams. Hä? Hier bin ich doch in der falschen Richtung unterwegs. Nein! Okay. Wenn wir schon mal hier sind. Oh Gott. Ja, bleibst hier an den Steinen hängen, ja? Und schon bist du abgestürzt. Nun gut, nun gut. Kriegen wir auch hin. So. Guck mal, hier ist aber auch nichts, was ich nicht schon habe. Nö. Alles, wie ihr habt, ne? Lauf, kleines Mädchen, lauf. So. Da wollen wir lang. Na, ja doch. Oh, wow. So, das ist auch Kupfer. Das ist Steinkrams. Oh. Ach so, warte mal, da war noch eine Leiter, ne? Oh je. So, 21:12 Uhr, Tin ist sowieso nicht mehr da.
Ne? Nee, ist klar. Dann würde ich sagen, geh mal schlafen. Wir haben heute eine äußerst unproduktive Zeit hier hinter uns gemacht. Wobei, wir haben uns das neue Manual angeguckt von Rudal. Dann bin ich ja sehr gespannt. Ey, wieso bist du denn noch wach, Schnecko? Sowas? Ja, also Rudal haben wir uns angeguckt, sein Manual, sind, glaube ich, ziemlich enttäuscht. Aber nun gut, wir werden in der nächsten Folge bei ihm vorbeischauen und natürlich gucken, ob Tin den Bot fertig gebaut hat. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!